Oh, bitte schmier nicht ab. Nein, ich habe einen Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. Okay. Peng. Oh Gott, wir kriegen ja Schaden. Und ich dachte, ich kann mich jetzt hier nochmal so in Ruhe umsehen. Wie zum Teufel kommen wir hier raus? Na komm schon. Ah, jetzt geht's uns wieder gut. Okay. Peng. Das war schon krass und vor allem knapp. Check dieses Geräusch. Ich glaube, Lord Vaders Experiment hat sich befreit. Stopp oder ich schieße! Das könnte ich den ganzen Tag machen. Weißt du was? Das sehe ich ganz genau so. Geh mir nicht auf die Nerven. Tja, ich würde mal sagen, hier haben wir ordentlich aufgeräumt. Wir können hier, glaube ich, jedes Fenster jetzt so zerstören. Na, hui! Und schießen dann irgendein Zeug raus. Einfach weil wir es können, machen wir das jetzt auch mal. So. Ist doch schon viel ruhiger hier. Wir haben immer einfach noch viel zu wenig Macht. Aber egal, ich glaube, wir haben noch ein paar Punkte, dass wir aufgestiegen sind, dass wir uns vielleicht auch mehr Macht holen können. Beziehungsweise eine schnellere Regeneration. Wir haben 2 Punkte. Wir besitzen keine weitere Fähigkeit. Na gut, hätte mich auch gewundert. Kampfmeditation ist was? Jeder Rang verringert die Zeit, die zum Aufladen deiner Machtkraft benötigt wird. Das klingt ganz interessant. Gut, holen wir uns maximale Macht dazu auch noch. Dann passt das. So. Machtkräfte haben wir nicht mehr. Wir können jetzt hier noch eine kleine Kombination lernen. Den Sith-Wurf zum Beispiel. Aber ich glaube, wir warten nochmal, bis wir vielleicht irgendwann das Fehlen oder sowas lernen können. So. Ich kann irgendwas aus der Wand rausziehen. Oh ja, kann ich. Super. Ist auch toll, was der Kerl da rumläuft, so am Arm und sowas. Können wir es hier nicht irgendwie so reinschleichen? Imperiale Evo-Truppe. Autsch. Au. Au. Geht weg. Wie, das Ding lebt noch. Ach du Scheiße. Die können uns festhalten oder sowas. Okay. Jetzt gleich nochmal. So, hier war ja nichts mehr drin. Hier vorne war noch ein Lichtschwertkristall. Check dieses Geräusch. Ich glaube, Lord Vaders Experiment hat sich gehakt. Auf Wiedersehen! So, das wollte ich unbedingt mal machen. Okay, jetzt können wir tatsächlich ein paar Lebenspunkte gebrauchen. Sicherheitsverletzung Sektor 9. Subjekt 1138 ist entkommen. Alle Blaster auf Töten. Vergiss die Proben, wir müssen hier raus. Vor allem müssen wir hier erstmal diese Evo-Truppen platt machen. Die Linie halten!
Zack, ausgewichen. Oh Gott. Stirb! Was zum... Achso, das Ding macht dann so ein bisschen Schaden, okay. Das heißt, wir sollten ihn nur von größerer Entfernung... Oh! Wir haben ihn einfach mal mit dem Schub umgehauen. Das heißt, wir müssen die Dinger so zerstören. Das Ding können wir auch mal einfach mal so reinballern. Okay, können wir nicht. Sonst ist hier nichts mehr? Doch, da unten ist noch ein Gang. Ha! Macht Talentsphäre. Wie gut, dass wir die Sachen hier erstmal finden, denn ich habe ja gerade eben alles ausgegeben. Aber hey, wir haben auch schon fast wieder einen Levelaufstieg. Hier geht es für uns weiter. Gut, hier oben ist auch nichts mehr. Dann wollen wir da mal weitergehen. Blitzen? Nö. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ja. Warnung! Fehlfunktion der Navigationssysteme! Wiederhole! Fehlfunktion der Navigationssysteme! Sind wir hier nicht auf Vaders Schiff? Was hast du angestellt? Ich habe die Empirical auf Kollisionskurs zu einem nahen Stern gesetzt. Was? Das schien mir der schnellste Weg, um alle Zeugen zu beseitigen. Lord Vader machte deutlich, dass niemand von ihrer Existenz wissen darf. Du versuchst immer noch, mich zu vernichten. Nein, nein, noch nicht, nein. Sie sollten genug Zeit haben, das Schiff zu erreichen, bevor es auf den Stern trifft. Ah, hoffe ich doch. Sicherheitssysteme der Empirical ausgeschaltet. Au! Mitglieder Rettungskapseln sicher. Zu den Rettungskapseln! War der Code so richtig? Versuch's nochmal! Ich habe schon zweimal versucht, es geht nicht. Versuch's nochmal! Komm, setz Macht ein! Ach du... Oh mein Gott, ey, was trifft denn die ganze Zeit? Vor allem halten die ziemlich viel aus, die Leute. Warte, nee, von da kamen wir. Proxy, was hast du angestellt? Ich habe die Empirical auf Kollisionskurs zu einem nahen Stern gesetzt. Was? Das schien mir der schnellste Weg, um alle Zeugen zu beseitigen. Lord Vader machte deutlich, dass niemand von ihrer Existenz wissen darf. Du versuchst immer noch, mich zu vernichten. Nein, nein, noch nicht, nein. Sie sollten genug Zeit haben, das Schiff zu erreichen, bevor es auf den Stern trifft. Ja, toll. So, jetzt versuchen wir das nochmal richtig. Sicherheitssysteme der Empirical ausgeschaltet. Alle Crewmitglieder Rettungskapseln sichern. Komm, geh. Zu den Rettungskapseln! Oh! War der Code so richtig? Versuch nochmal! Ich habe schon zweimal versucht, es geht nicht. Versuch nochmal! Was sind für Klontruppen? So, komm. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht drauf gehen. Autsch! Also gut, davon darf man sich dann nicht mehr treffen lassen. Was trifft uns denn da die ganze Zeit? Oh, war der knapp! Yeah.
So, jetzt geht rauf. So, sonst noch irgendjemand da? Du lebst noch. Schattentruppe. Puh, das Ding war aber auch krass. Leute, das ist eine Rettungskapsel. Autsch. So, ich hoffe mal, dass die sich irgendwann alles einfach mal kaputt machen. Ja, machen sie. Macht Talentsphäre erhalten. Die nehme ich gerne mit. Okay, jetzt haben wir hier alles platt gemacht. Endlich mal. Puh, wir brauchen doch wirklich was auf Lebenspunkte. Schade, ich dachte, wir können uns einfach ganz viel mit Macht jetzt erstmal holen. Hier sind aber nochmal welche. Ach. Ja, komm. Jetzt aber. Was ist das hier? Nichts. Oder haben wir da vielleicht irgendwas drin gefunden vorhin? Jo, ich habe Wurfgeschosse, die ich nicht benutzt habe. Stirb! Auch wenn es nur eine Wand ist. Oh, da gibt es ein Sith-Holochron. Gesundheit wiederherstellen. Weitere Befehle abwarten. Oh Gott, was bist du denn da? Das sieht nicht gut aus, vor allem sind da Ivo-Truppen. Ja, das nehme ich auch an, dass du getroffen wurdest. Wie hat der Kerl das gerade eben gesehen? Einen Energiekristall, den wir gefunden haben. Ich stelle mich aber jetzt mal nicht so vor, dann kann ich nämlich gleich noch ausweichen. Ja, genau dem kann ich dann ausweichen. Autsch. Ich möchte... Wieso kann ich denn keinen... Doch, kann ich. Warum konnte ich das denn vorhin die ganze Zeit nicht? Autsch, ich bin wieder fast tot. Ich will weg. Huh. Ich hab... Was macht der da? Wieso greift er nicht den Gegner an? Sondern irgendein Teil, was da so rumsteht. Ja, das ist nett. Alle Rettungskapseln wurden abgeworfen. Leer. Weitere Befehle abwarten. Oh, das ist nicht gut. Proxy, hast du die Kapseln abgeworfen? Natürlich, Master. Gründlichkeit zahlt sich aus. So, warten wir, bis unsere Macht sich auffüllt und dann machen wir das Ding hier nochmal auf. Jetzt kommt das Ding nämlich erst. Ja, danke. Was zum Teufel? Ich habe jetzt einen Angriff abgekriegt. So, das ist das, was ich nur machen kann. Warten, bis ich meine Macht erfüllt und anfange zu blitzen.